Ciao a tutti, ihr habt nicht viel Zeit, aber einen Riesenhunger. Da habe ich die perfekte Idee für euch, Gnocchi mit Salbeisoße. Gibt natürlich zwei Wege, wie ihr zum Ziel kommt. Wir machen jetzt den kurzen. Ich erkläre euch währenddessen aber trotzdem, wie ihr den etwas traditionelleren wählen könnt. Es wird richtig gut. Was wir für unsere schnelle Nummer brauchen, das ist gar nicht viel. Ich habe mir hier schon so ein paar fertige Gnocchi geholt. Das ist wirklich, das ist keine Schandtat. Natürlich, man sollte sie selber machen, wenn man das bisschen Zeit hat. Und es ist auch nicht schwierig. Also alles, was ihr dafür braucht, das ist wirklich nur Kartoffel, Mehl und Eier. Und schon könnt ihr das Ganze auch selber zu Hause machen. Natürlich noch die richtigen Dreh- und Schnitttechniken, aber das ist wirklich nicht schwierig. Wir brauchen allerdings nur die fertigen heute. Ein bisschen Olivenöl, Salbei, Parmesan. That's it. Und ab jetzt wird es fast schon lächerlich einfach, was wir nur machen müssen. Also wir brauchen jetzt wirklich nur ein bisschen Olivenöl. Das nehmen wir für die Pfanne. Das lassen wir ein bisschen warm werden. Wir haben auch schon mal den Topf für die Gnocchi angesetzt. Das Wasser ist schon kurz vorm richtig durchkochen. Das salzen wir jetzt auch großzügig. Denn das geht jetzt mit den Gnocchi wirklich ganz, ganz schnell. Hier währenddessen können wir schon mal Salbei reinlegen. Bist du Fan von so Gerichten mit wenig Zutaten? Absolut. Also es geht ja da immer so ein bisschen um gut oder schlecht, ne? Was haben wir halt für Zutaten, die wir nehmen? Aber ich finde, es gibt ja nichts Schöneres, als so viele Sachen so relativ pur und mit viel Eigengeschmack zu genießen. Und ich finde gerade das hier ist so ein Rezept, ist ja echt nur so ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salbei, die Gnocchi. Ist ja im Prinzip nichts dabei und ihr werdet nachher sehr positiv überrascht sein, wie gut sowas schmecken kann. Die Gnocchi tun wir jetzt auch hier ins kochende Wasser. Boah. Versuchen uns dabei nicht zu verbrennen. Und das ist jetzt hier sehr einfach, denn ihr wisst, wann die Dinger fertig sind, wenn die Gnocchi hochsteigen. Die werden nämlich dann sich irgendwann an die Oberfläche setzen. Und dann müssen sie nur noch hier in das Olivenöl, was wir jetzt schön mit dem Salbei verfeinern, und das wird so gut, das wird richtig, das wird wirklich sehr, sehr gut. Ich werde jetzt ein bisschen spritzen, aber das ist gar nicht so schlimm. Das halte ich nämlich schön zur Kamerafrau hin, dann kriege ich da nicht ganz so viel von ab. Wie spricht man die Dinger jetzt eigentlich richtig auf Italienisch? Das ist eine gute Frage, Lisa, weil Gnocchi ist ja so eins der Lieblingswörter aus dem Italienischen, die man hier im Deutschen sehr, sehr gerne sehr, 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 sehr falsch ausspricht. Tut mir eingefallen, sagt nie sowas wie Gnocchis oder so oder Gnocchis, es sind einfach Gnocchi. Wie ihr sehen könnt, es gibt so eine kleine Rüstung hier. Ne, Lisa, du kannst es sehen, die Leute da draußen auch. Und das bedeutet, Herd aus. Und dann ist es schon soweit. Das Ganze hat dann auch noch eine wunderschöne Farbe. Ich lasse es Parmesan regnen. Und fertig sind die Gnocchi mit Salbei und Parmesan. So einfach kann gutes Essen gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn wir die Gnocchi diesmal nicht selber gemacht haben. Aber ihr findet das Rezept in der Infobox. Und da gibt es auch die Anleitung, wie ihr die Gnocchi komplett selber machen könnt. Gebt uns dafür gerne einen Daumen nach oben, lasst Anregungen in den Kommentaren da und abonniert den Kanal, vor allen Dingen die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten Leute, arrivederci und bis zum nächsten Mal.